Also, was geht ab, Leute? Hong hier. Ich bin gerade aufgewacht. Es ist 7 Uhr in der Früh, Sonntag. Und es ist alles doppelt. Alle Bonis wurden freigeschaltet. Gestern war das Event, also dieses GoFest. Wir waren alle am Bordeauxplatz, aber dort war nichts Spektakuläres. Wir haben halt die ganzen Probleme damit verfolgt und dies, das. Und es gibt so viel, über das man jetzt reden könnte. Oder worüber ich auch Videos machen müsste, über die neuen Boxen, dann das Video von gestern an sich, dann, keine Ahnung, Meinung zum GoFest oder sowas. Also da könnte ich echt viel machen, aber, und natürlich zu den legendären Lugia und Arctos, es wurden alle Bonis freigeschaltet. Super saftig, Eskalation. Das heißt, für die nächsten 48 Stunden bis 24. Juli, Montag, 24. Juli, 5 Uhr PDT. Ich muss mal kurz schauen, was das dann für uns bedeutet, welche Uhrzeit. Auf jeden Fall für die nächsten 48 Stunden, seit 3 Uhr oder so war das, heißt, ich habe 4 Stunden bereits verloren, ist alles doppelt. Doppelt Sternstaub, doppelt Bonbons, doppelt EP, weniger Kilometer für den Kumpel, weniger Kilometer für Eier. Und das letzte war Encounter, das heißt mehr Spawns einfach nur. Das habe ich jetzt hier bereits mitbekommen. Ich habe keine Zeit für Videos. Ich gehe jetzt 48 Stunden Max grinden. Ihr wisst, das muss sein. Aber das ist echt zu heftig, wenn alles aktiv ist. Da ein Radfratz gespawnt. Wir können uns das gleich mal anschauen. So, und 6 Bonbons, 200 Sternenstaub, 200 EP. Also 320 gesamt, aber 200 für gefangen. Zu krass. Ursprünglich hatte ich ja am meisten Bock auf Sternstaub, aber dann ist mir eingefallen, dass ich eigentlich Doppelbonbon am meisten brauche. Ich zeige euch auch gleich wieso. Number. Wegen meinen ganzen Sachen, den Respawns, die ich mir aufgehoben habe, die werden wir jetzt verschicken. Das zeige ich euch noch und dann entwickle ich, was ich da alles habe und dann heißt es grinden. Die können auch weg mit weniger Kilometer. Zu krass. Bonbons für unser Ampharos sammeln wir auch. Und wie gesagt, Doppelbonbon plus entwickelt. Aber nur 48 Stunden. Schauen wir mal, wie viel EP ich machen kann. Ich habe jetzt genau, also ein bisschen mehr als 30 Millionen, habe ich gestern geknackt, die 30 Mille. Und dann schauen wir mal, wie viele Millionen EP wir durch das Event bekommen können. Aber jetzt könnt ihr alles sehen. So. Dratini. So, jetzt könnt ihr alle meine Pokémon sehen, die ich verschicken will, die die ganze Zeit meinen Beutel füllen. Ich habe ein paar markiert. Stern heißt nicht unbedingt, dass sie Top-IV haben, aber sie haben den besten Satz zumindest, weil ich hatte noch keinen Bock, die mir genau anzuschauen. So, ein neuer, den habe ich gestern beim BP geklickert. So. Kann eine Weile dauern, sorry. Zu close. Endlich. Aber echt saftig. Alle Bonis freigeschaltet. Aber das Gute ist dann, der Beutel ist leer. Ich kann ihn mit Pokémon füllen, die ich zum Entwickeln brauche. Aber kommen ja noch die Dragoniers und Dragorans hinzu. So. Oh. 98. Wieso hat er keinen Stern? Ah, die leider auch. Eigentlich Erinnerungsstücke. Michi mein allererstes wildes Dragoran, Michaela mein allerzweites. Allerzweites. Mein zweites ist noch früh, sorry Leute. So hießen die Fahrer jedes Mal. Das sind nochmal 1734. So. Das heißt, ich habe. Okay, warte, da kriegt erstmal einen Stern noch. 1617. Okay. Als nächstes Lavita. Die ganzen Sachen vom Gesteins-Event. Das ist wahrscheinlich dann nicht so beeindruckend für manche, weil ich kenne viele, die haben
ernst viele Desperate Raids gemacht und dadurch so viele Candies, viel mehr als ich. Die haben echt 50, 60, 70, 80 Desperators. Echt kranke Leute. Sogar über 100 hat der eine. Ich will keinen Namen nennen. Von den ganzen ist aber auch nur einer relativ gut noch, glaube ich. Den man möglicherweise entwickeln kann, aber eher nicht, solange es die Desperate Raids gibt. Ja, der 96. Das war's. So, 151. Transfer. Das sind nochmal 352. Ja. Ja, 302, ja. Nicht 352. So. Fangen wir nochmal den. Dann können wir noch ein paar Relaxo, Labras, Genera, Hyteras verschicken. Ein paar Voltilams habe ich auch auf Lager. Einfach alles. Ich habe den Beutel ernst lang nicht geleert. Ich muss auch noch so ein paar Pokémon verschicken, wie die ich halt für trainieren hatte. Prestigen. Aber sieht schon mal gut aus. So, die Relaxos. Fällt einem echt immer schwer, sich von denen zu trennen. Ich bin gierig, sagen wir mal. Ja. Die können eigentlich auch weg. Ja. Yeah. Früher hatte ich die halt echt gerne. Ich habe mit denen gekämpft, sogar mit den 2000ern. Also ich habe früher echt sehr viel gekämpft, sehr viel trainiert vor allem. Und mein Gott, der ist im Gym. Und dann hatte ich halt immer einen halbtoten Beutel. Aber das war halt meine Strategie. Weil man hat halt echt nicht immer genug Tränke gehabt. Und so konnte ich halt immer mit denen kämpfen. War ich top. Genau 50, okay. 100 Ding. 100 Relaxo-Bonbons. Okay. Dann gibt es natürlich noch Genera. Chansey. Auf Englisch. Ich habe da gar keinen markiert. Fuck. Außer den 100er. Ja. Ja, weg damit also. Für alle, die es nicht wissen, also was keiner von euch ist, aber ich habe noch kein einziges Hyterra entwickelt. Mein einziger Hyteras habe ich wild gefangen. IV-technisch hatte mich bisher keiner überzeugt. Ich habe halt nur den 100%, aber der ist 20 WP. Gen 19 Generas, weg damit. Die 38 Bonbons haben es eigentlich gar nicht gebracht. Also, es war eigentlich voll Beutelverschwendung. Hytera heißt auf Englisch. Ah, Blissey. Blissey. Okay. Noch weg. Yes, 6 Blissies. So, Beutel nur noch 500. Ungefähr die Hälfte geht schon. Okay, 1 habe ich mir aufgehoben. Da wünschte ich, hätte ich mir doch mehr aufgehoben. 2, ansonsten. Response, was gibt's noch? Ich muss mal gucken. Ah, Despoter. Ja. Yeah. Ah, Tyranitar meine ich. Wie ihr seht, ich habe nicht so viele. Das ist eigentlich fast nix. Ah, ich habe die AVs von denen nicht gecheckt. Ah, ich weiß, keiner von denen ist top. 79, 97 ist das Beste und die sind im 60er Bereich. Obwohl, ich könnte die Attacken gebrauchen. Ich könnte noch bis Knirscher gebrauchen. Okay, checken wir mal, falls einer bis Knirscher hat. Den können wir behalten. Okay, den können wir behalten. Ah, dich nicht. Dich nicht. Dich nicht. Ja, dich sowieso nicht. Ah, bis. Ah, das ist der Wildgefangene, der hat die schlechte AV. So. Yes, Attack. Attack strong. Ah. Der ist eigentlich schlecht. Okay, ich müsste eigentlich demnächst ein paar Desperate Raids machen. Da bin ich echt voll gewonnen. So, 5 Despotas weg erstmal.
Und 10 Candies. Und habe ich noch irgendwas? So, Lapras habe ich natürlich vergessen. Da kann alles weg, außer mein 98er, glaube ich. So. So, 45 Lapras. 90 Bonbons. Das war's, glaube ich, an Response. So, ich hatte das Video schon beendet, aber ich habe gerade einen Blick auf die Map geworfen, weil WhatsApp ein bisschen eskaliert ist. Und ich sehe überall, also nicht überall, aber sehr viele Arctos Raids und auch ein paar Lugia, also das ist viel häufiger als erwartet und auch viel häufiger als erwünscht. Aber wie gesagt, mehr dazu und andere Themen kommen demnächst, nachdem das Event vorbei ist. So, das war's. Alles verschickt. Ich habe jetzt wieder echt eine Menge Platz. Genau perfekt zum Farmen, zum Entwickeln. Vor allem jetzt, wo alles doppelt ist. Ich werde jetzt ein paar Sachen entwickeln. Noch andere Sachen rausschmeißen, die jetzt nicht so wichtig fürs Video waren. Wie gesagt, ich werde jetzt raus... Also nicht jetzt rausgehen. Ich werde jetzt erstmal entwickeln. Alles loswerden. Das ist echt zu krass. Dann schauen wir mal, wann die anderen aufstehen, aufwachen. Und dann geht's raus farmen. Und ich hoffe, ihr nutzt es auch aus. Deswegen dementsprechend das einzige Video hier heute, obwohl wir über echt eine Menge Sachen reden können. Das einzige, was ich noch sagen will, ist, Shoutout an alle Zuschauer, die ich gestern getroffen habe. War echt lustig mit euch. Und das war das Video für heute. Geht's raus, nutzt das Event aus, spielt's, so viel es geht. Und wir sehen uns erst am Ende des Events wieder, wenn ich wieder Zeit habe für Videos. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht Pokémon und Serious Business. Vor allem jetzt, wo alles aktiv ist und alles doppelt ist.